Nur einen Tag nach der Bürgerversammlung fand die Jugendbürgerversammlung im Jugendzentrum statt. Dort konnten alle Jugendlichen ihre Fragen am Bürgermeister Böltl stellen. Ich übergebe dem Max das Wort. Die Pizza, höre ich gerade, kommt um 7:30 ungefähr. Ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen zur Jungbürgerversammlung 2014. Mich freut es, dass es diese Versammlung immer noch gibt. Ich sage ganz herzlich Danke bei der Andi Haas und beim Marcel Poffert, dass die beiden den Abend heute moderieren, eingesprungen sind für die Lena Wittenzellner. Uns einfach mal ein paar Dinge mitgebracht, die euch vielleicht interessieren könnten. Zum einen vielleicht mal zum Einstieg, das ist ja schon angesprochen worden, gerade eben das Thema günstiger Wohnraum. Da hat der Gemeinderat jetzt am 7. Oktober beschlossen, dass alle gemeindeeigenen Grundstücke überprüft werden. Das ist ein bisschen schwierig formuliert, aber alle gemeindeeigenen Grundstücke werden überprüft auf die Geeignetheit für gemeindeeigenen Wohnungsbau. Zweites Thema, das vielleicht auch für euch interessant ist, das wird nachher nochmal vorgestellt, auch von den beiden Moderatoren. Es gibt einen Antrag für einen Discobus nach München. Den Antrag hat der Marcel gestellt und der Gemeinderat hat entschieden, dass erstmal die Jungbürgerversammlung, also ihr heute euch mit der Frage beschäftigen sollt. Ein drittes Thema. Mir wurde in den vergangenen Wochen und Monaten sehr oft gesagt, dass junge Leute einfach zu wenig Möglichkeiten haben bei uns, irgendwo draußen einfach mal das zu machen, was sie machen wollen. Viele treffen sich ja am Abenteuerspielplatz zum Beispiel, da gibt es dann immer Ärger mit den Nachbarn und an anderen Treffpunkten ist es ähnlich und deshalb haben wir gesagt, wir wollen ganz gerne einen neuen Treffpunkt, wo ihr dann auch selber mitgestalten könnt, installieren. Und vielleicht kennt ihr auch den Wertstoffhof in Kirchheim und um den Wertstoffhof rum wollen wir so eine Fläche jetzt mit einrichten. Dann bauen wir einen Radweg entlang der Münchner Straße. Die anschließenden Fragen bezogen sich in erster Linie auf den bezahlbaren Wohnraum und die Möglichkeit, ungestört für die Bürger feiern zu können. Anschließend gab es dann die versprochene Pizza.